Wir schauen uns das an dem gegebenen Beispiel an. Gesamtproblem: Der Hamster soll bis zum Berg laufen und an den Berg herklemmen. Die Treibprobleme, die man hier definieren kann oder identifizieren kann, sind: Der Hamster soll bis zum Berg laufen und der Hamster soll den Berg erklimmen. Das heißt, wie kann man das jetzt formulieren? Und schreibt das hier als Kommentar hin. Und hat jetzt die Hauptfunktion, das ist ja das Hauptproblem. Ja, laufe zum Berg und erklimme den Berg. Und jetzt muss man sich um dieses Hauptproblem, dieses Hauptprogramm gar keine Gedanken mehr machen. Wenn man diese Teilprobleme gelöst hat, indem man die entsprechenden Prozeduren hier implementiert, dann hat man auch das Gesamtproblem gelöst. Das heißt, im Weiteren muss man sich jetzt nur noch um die Implementierung dieser vereinfachten Teilprobleme, dieser Prozeduren kümmern.